Hallo, für diese cremige Gnocchi-Pfanne circa 100 Gramm Babyspinat waschen und trockenschleudern, den Knoblauch schälen, eine Dose Eiertomaten mit einer Gabel zerkleinern, eine Pfanne erhitzen, etwas Öl in die Pfanne geben, ich hatte das Olivenöl, dann gepressten Knoblauch, den Babyspinat und die Tomaten hinzufügen, alles salzen und pfeffern. Den Spinat kurz einfallen lassen, dann 500 Gramm Gnocchi hinzufügen und ungefähr eine halbe Dose Wasser dazu gießen, kann auch etwas weniger sein. Dann italienische Kräuter nach Geschmack hinzufügen und den Parmesan. Bei mir waren es ungefähr 3 Handvoll. Und dann einfach alles auf kleiner Flamme ungefähr 5 Minuten köcheln lassen, ab und zu umrühren. Die Soße wird schön cremig und lecker. Und das war's auch schon. Guten Appetit!